mir eine besondere Ehre, heute in diesem Tempel der Weisheit, dass es sich um einen solchen handelt, sehen wir hier drüben an den beiden Säulen, Boas und Jachin, die ja schon den Eingang des Salomonischen Tempels geziert haben, also in diesem Tempel der Weisheit sprechen zu dürfen. Heute ist, das haben wir schon gehört, der Geburtstag meines Großvaters Friedrich Nietzsche. Und auch wenn es auf Kosten meines Lernzeit geht, möchte ich nicht darauf verzichten, ein kleines einleitendes Zitat von Meister Nietzsche zu bringen, denn schließlich gibt es keinen größeren Slammer, als er das war. Beginne ich mit einem kleinen Motto aus der fröhlichen Wissenschaft. So steht es mit jenem Glauben, mit dem sich jetzt so viele materialistische Naturforscher zufrieden geben. Dem Glauben an eine Welt der Wahrheit, der man mit Hilfe unserer viereckigen kleinen Menschenvernunft letztgültig beizukommen vermöchte. Wollen wir uns wirklich dergestalt das Dasein zu einer Rechenknechtsübung und Stubenhockerei für Mathematiker herabwürdigen lassen? Man soll es vor allem nicht seines vieldeutigen Charakters entkleiden wollen. Das fordert der gute Geschmack. Dass allein eine Weltinterpretation im Rechte sei, bei der ihr zu Rechte besteht, bei der wissenschaftlich, in eurem Sinne, ihr meint eigentlich, mechanistisch, geforscht und fortgearbeitet werden kann. Das ist eine Plumpheit und Naivität, gesetzt, dass es keine Geisteskrankheit und Idiotismus ist. Vielen Dank, Friedrich. Das ist ein schönes Motto auch für meinen heutigen Slam. Wir haben es gehört, der Titel lautet Tschüss, objektive Realität. Gemeint ist mit einer objektiven Realität eine intersubjektive Gegebenheit im Sinn einer Außenwelt. Idealerweise sollte diese Gegebenheit erkennbar sein. Das liegt im Begriff Objekt verborgen. Ein Objekt ist ein zu erkennendes. Und idealerweise sollte sie unabhängig von dem Erkennenden, dem Subjekt, erkannt werden können. Dagegen gibt es in der Philosophiegeschichte mehrere wohlbegründete Argumente, die ich im ersten Teil meines Slams kurz aufzählen werde. Nicht alle, so viele Wochen haben wir ja nicht Zeit, aber doch den ein oder anderen Grund, der da bisher genannt wurde, um es mal ins Gedächtnis zurückzurufen. Im zweiten Teil meines Slams werde ich nach dem Umgang mit dem Befund fragen, und das ist dann der eigentlich kreative Teil, mein eigentlicher philosophischer Beitrag. Ich werde nämlich eine Methode von Albert Einstein anwenden auf unser Problem. Also, wer von uns wollte einen Albert Einstein widersprechen? Er ist gewissermaßen mein Windex, also mein Bürger und Fürsprecher in der Sache. Ich leugne übrigens an keiner Stelle die mögliche Existenz einer objektiven Realität. Das kommt mir überhaupt nicht zu. Alles, was ich sage, ist, dass selbst wenn es eine solche objektive Realität geben sollte, wir sie niemals als eine solche in ihrer Ganzheit und Objektivität erfassen können. Das erste Argument, das dagegen spricht, ist fast schon beleidigend trivial. Wir kennen es alle. Unsere Sinne täuschen uns. Das ist so ein alter Lumpen in der Philosophie, dass ich nicht mal ein Beispiel nennen muss. Ich gehe deswegen gleich zum zweiten über. Auch das hat mit den Sinnen zu tun, nämlich selbst wenn uns die Sinne nicht täuschen würden, sind sie ihrer ganzen Anlage nach überhaupt nicht darauf ausgerichtet, die Realität als objektives Ganzes zu erfassen. Ein einfaches Beispiel, sichtbares Licht ist nur ein winziger Bruchteil des elektromagnetischen Spektrums. Es gibt Lebewesen, die können Infrarot sehen. Wir können natürlich mit einigen Apparaturen inzwischen auch den Röntgenbereich sehen und dergleichen. Also wir können unsere Sinne gewissermaßen externalisieren durch Maschinen, zugegeben, aber das grundsätzliche Problem bleibt erhalten. Drittes Argument dagegen stammt aus der Hirnforschung. Also wir springen hier ein bisschen durch die Gegend und ich lege hier besonderen Wert auf die Überlegung vom Gehirn im Tank. Also das Gedankenexperiment ist eines Gehirns in einer Nährlösung, dem eine Umwelt, eine Außenwelt vorgegaukelt wird, die in dieser Form überhaupt nicht existiert. Und für dieses Gehirn aus der Innenperspektive aber in der Situation nicht durchschaut werden kann, stellt sich die Frage, könnten wir möglicherweise so eine Art Gehirn im Tank sein oder, es muss ja keine 1-zu-1-Relation sein, könnte es uns ähnlich gehen bei dem Versuch,
der Erkenntnis. Übrigens, dieses Gedankenexperiment mit dem Gehirn im Tank ist bis heute noch nicht gültig entkräftet. Wenn jetzt jemand den Namen Putnam erwähnt, der fliegt raus. Weil, ich meine, die Straße runter ist ein Kindergarten. In eine ganz andere Richtung geht die Argumentation bei Arthur Schopenhauer. In der Welt als Wille und Vorstellung verwendet er doch sehr viel Mühe darauf, eben zu zeigen, dass es ein Objekt ohne ein Subjekt überhaupt nicht geben kann. Ich lasse ihn jetzt mal wörtlich in diesem Sinn zu Wort kommen, und zwar deswegen, weil, wenn man schon Nietzsche zitiert hat, darf man um Schopenhauer eigentlich keinen Bogen machen, das gehört ja zusammen. Ich zitiere also: Objekt und Vorstellung sind dasselbe. Die Forderung des Daseins eines Objekts außer der Vorstellung des Subjekts hat gar keinen Sinn und ist ein Widerspruch. Also, das Postulat einer objektiven Realität ist von verschiedenen Stellen angreifbar. Eine objektive Realität ist durch nichts evident, sie kann in ihrer Existenz nicht nachgewiesen werden und über ihre Eigenschaften können wir schon gar nichts Verlässliches aussagen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was machen wir damit? Ich werde eine Methode meines alten Lehrers Albert Einstein anwenden. Wohlgemerkt, also keine Sorge, es wird hier keinen Exkurs in Relativitätstheorie geben, es geht mir nicht um Inhalte. Ich werde nur die Methode vorstellen, und zwar anhand von drei konkreten Beispielen aus seinem Werk, und anschließend diese Methode noch einmal allgemein formulieren, damit sie für uns auf unser Problem anwendbar ist. Das erste Beispiel, die Abschaffung des Äthers. Wir wissen alle, im 19. Jahrhundert galt es als ausgemachte Sache, dass Lichtwellen sich nur in einem Medium verbreiten können. So wie Schallwellen zum Beispiel, im luftleeren Raum gibt es keine Geräusche, wissen wir. Von Licht nahm man an, es muss genauso sein. Es muss ein Medium geben, das wurde dann postuliert, man nannte es den Äther. Und das Problem, das sich zuerst stellte, war, niemand wusste so richtig, wie die Beschaffenheit dieses Äthers sein muss, damit es keinen Widerspruch gibt mit der Theorie oder mit der Erfahrung. Und noch schlimmer, jeder Versuch eines experimentellen Nachweises dieses Äthers ist kläglich gescheitert. Es ging nicht. Trotzdem wollte man immer an der Existenz eines solchen Äthers festhalten, weil es war ja so liebgewonnen und selbstverständlich, dass man einen solchen Äther braucht. Dann kommt 1905 ein Patentamtsangestellter dritter Klasse daher, Albert Einstein, und verkündet, wenn wir nicht mal die Existenz dieses Äthers nachweisen können, geschweige denn irgendetwas über seine Eigenschaften aussagen, dann verzichten wir doch auf das Postulat komplett in unserer Theorie. Raus damit. Und er hat dann mit der speziellen Relativitätstheorie gezeigt, dass es auch geht. In demselben Aufsatz von 1905 bringt Einstein als nächstes den Nachweis, das ist jetzt mein Beispiel 2, eine universelle Gleichzeitigkeit von Ereignissen ist nicht zuverlässig konstatierbar. Also, mit anderen Worten, ich kann nicht in jedem Fall zuverlässig sagen, ob zwei Ereignisse, die an unterschiedlichen Orten stattfinden, tatsächlich gleichzeitig stattgefunden haben. Auch hier ist seine Folgerung ganz konsequent: Wenn ich mit einem Konzept hier eine absolute Gleichzeitigkeit von Ereignissen nicht operieren kann, dann schmeiße ich das Konzept aus meiner Theorie. Wie weitreichend übrigens der Verzicht auf die Gleichzeitigkeit ist, das wird nicht sofort klar, aber man muss sich vergegenwärtigen, jede wissenschaftliche Aussage über Zeit überhaupt, also jede wissenschaftliche Aussage, in der Zeit vorkommt, Geschwindigkeit, irgendetwas, ist eine Aussage über Gleichzeitigkeit. Und zwar in der Form, das Ereignis X findet gleichzeitig statt mit einem bestimmten Zeigerstand meiner Messuhr. Also Einstein hat sicher nicht leichtfertig diese Theorie oder diese Position aufgegeben, aber schließlich konsequenterweise ist eben doch getan. Drittes Beispiel, 10 Jahre später, gleiches Prinzip. Diesmal stellt Einstein fest, man kann nicht zuverlässig Schwere oder Trägemasse in gegebenen Umständen konstatieren. Also zwei
traditionell als sehr unterschiedliche Dinge betrachtete Sachen, nämlich einmal schwere Masse und träge Masse, galten als zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Masse. Einstein sagte, na gut, wenn ich das jetzt genau nachprüfe, es gibt kein Experiment im Grundsatz, das mir hier endgültige Sicherheit verschaffen könnte, zwischen den beiden zu differieren. Also habe ich kein gültiges Unterscheidungskriterium. Und die Folge ist auch hier wieder, ich verzichte auf die vorhergemachte Annahme, in diesem Fall die Differenz von Schwere und Trägermasse, und bezeichne sie als äquivalent. Zum Abschluss formuliere ich jetzt also nochmal diese Methode, die Meister Einstein so gerne und erfolgreich angewendet hat, in allgemeiner Weise, nämlich, wenn ich in meiner Theorie ein Postulat habe, ein Konstrukt, dessen Existenz ich nicht nachweisen kann, im Gegenteil, dessen Nachweisversuche eigentlich immer scheitern, geschweige denn, dass ich etwas Zuverlässiges über die Eigenschaften dieses Konstruktes aussagen kann, dann muss ich redlicherweise auf dieses Konstrukt und Postulat in meiner Theorie verzichten. Wenden Sie diese Methode auf unser Problem an. Die Folge ist ganz klar. Tschüss, objektive Realität!